Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur zweiten Ausgabe der Griefer News. In der vergangenen Woche haben gleich 4 Streamer ihren Rang verloren. The Mojo hatte bisher immer nur sonntags wegen dem Job bzw. dem Real Life gestreamt. Aus diesem Grund hat er nun den Streamer Plus Rang nicht mehr. Susumu TV ist aktuell arbeitstechnisch sehr ausgelastet. Ob er sich nächsten Monat den Rang wiederholt, ist aktuell noch offen. Über Zentex haben wir leider nur wenige Informationen. Der Rang wurde ihm auf eigenem Wunsch entfernt. Bisher hatte er immer Daily Streams gemacht, mit denen hatte er jedoch nun auch aufgehört. Der größte Aufstand fand aber bei King Dagobert statt. Aufgrund der Arbeit ist er nun weniger aktiv auf Twitch und erfüllt nun die Kriterien für den Streamer-Rang nicht mehr, weshalb er ihn auch abgeben muss. Aus seinem Citybuild 22-Plot fand unter anderem auch ein kleiner Aufstand statt mit einer Reihe an Streamer-Schildern mit derselben Botschaft. Im Winter, wenn es auf dem Bau weniger zu tun geht, wird er aber voraussichtlich wieder mehr streamen. Die Griefer Games Cloud wurde am Montag von der 1.19 Version auf die neue 1.20.1 geupgradet. Die Custom Blocks 1.20.1 Version ist nun auch als Fabric Mod auf CurseForge freigeschaltet. Mit der Zeit werden auch weitere nicht herstellbare Blöcke folgen. Auf der 1.8 Version finden aktuell Neuwahlen der Helfer auf Citybuild Evil und 4 aufgrund des Feedbacks der Community statt und auf Citybuild 21 aufgrund eines Rücktritts. Außerdem gibt es ein neues Community-Projekt, das Griefer Games Wiki. Ziel ist es, umfangreich alle Informationen zum Netzwerk auf einer Seite für Cloud und 1.8 zu haben. Für weitere Nachrichten empfehle ich Ihnen ein kostenloses Abonnement auf diesen Kanal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.